Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Eat der Vernaschte Welt Snackbox. Wie schon im letzten Video angekündigt, ist dies hier jetzt die Augustbox, also leider auch so 20 Tage zu spät. Aber ich habe es ja schon angekündigt, dass die etwas später folgen wird. Von daher schauen wir uns das jetzt halt im September an. Meines Wissens sollte dies jetzt auch wirklich die letzte Box sein, die ich bekommen habe. Ich hoffe es zumindest. Weil langsam genügt mir das Ganze hier etwas. Da ich mit den Snacks essen gar nicht nachkomme. Genau, ich habe sie jetzt schon gerade aufgemacht und wir schauen uns das Ganze mal an. Okay. Heute geht es um Japan, wie man sieht. Oh shit. Da habe ich was vergessen einzuschalten. Ja, gut. Jetzt. Heute geht es um Japan, wie man sieht. Konnichiwa, ihr Naschkatzen. Dieses Mal nehmen wir euch auf eine Reise mit, die es wirklich in sich hat. Verborgene Tempel, wahre Naturschätze, kunstvolles Essen, das ist Japan. Ein Highlight jagt das nächste. Auf unserer Tour durch das traditionelle Japan gibt es nicht nur viel zu sehen, sondern auch viel zu naschen. Unsere Snackbox voller japanischer Leckereien wartet nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Auf geht's! Genieße den Kurztrip in die weite Welt, vernasche Japan. Kurz zu den Fakten: Größte Städte Tokio, Osaka, Nagoya und Fukuoka. Hauptstadt ist Tokio, Sprache Japanisch, Einwohnerzahl 126,3 Millionen. Sorry für die Unterbrechung, da wollte gerade die Actioncam nicht mehr mitmachen. Keine Ahnung wieso. Nun geht es weiter. Wir waren ja gerade bei der Einwohnerzahl. Mit 126,3 Millionen, echt viel. Und typisch japanisch ist Anime, Kirschblüten, Automaten. Okay. Tee und Reis. Frei zum Nachlesen hier. Dann haben wir hier noch den Routenplan für alle, die sich interessiert. Und die nicht Fakten. Leider kann ich es ja nicht lesen, da es hier auf Japanisch steht, hier oben. Interessante Dinge, keine Ahnung. In Japan wird mehr Papier für Comics als für Toilettenpapier verwendet. Animation in Japan ist so erfolgreich, dass es im Land fast 130 Voice-Acting-Schulen gibt. Es gibt mehr Haustiere als Kinder. Das traditionelle Heiligabendessen in Japan ist KFC. Wie gut. Japanische Bauern pflanzen quadratische Wassermelonen an, um das Stapeln und Lagern zu erleichtern. Okay. Eigentlich ja schlau. Und Okunoshima ist bekannt als die Kaninchen-Insel. Nice. Und hier noch eine schöne japanische Postkarte von einem Tempel. Sieht wirklich sehr schön aus, finde ich. Japan ist auf jeden Fall ein Land, zu dem ich auch mal gerne reisen würde. So viel sei gesagt. Dann starten wir doch einfach mal wieder mit den salzigen Snacks. Und hier kommt uns schon mal etwas von Cheetos entgegen. Made with real cheese. Wieso auch immer hier ein Kleber drauf ist von Vernaschte Welt Snackbox. Crunchy. The snack is Cheetos. Crunchy so cheesy. Never stop. Ja, natürlich wieder gut. Schön in japanischer Schrift, dass man ja nichts lesen kann. Hier hinten vor allem. Irgendwas mit Käse. Machen wir das doch mal auf.
und schauen uns an, wie sich das Ganze hier so. Da kommt ein starker Käsegeruch entgegen. Die sehen so aus, die kleinen Dinger. Boah, riecht sehr streng nach Käse. Ja, auf jeden Fall crunchy, wie gesagt, wie es auf der Packung steht. Sind jetzt nicht so meine liebsten Chips, aber hässlich sind sie auch nicht, also essen kann man sie auf jeden Fall. Aber jetzt nicht jeden Abend. Dann schauen wir uns gleich wieder mal an, was denn dazu im Heft steht. Cheetos Crunchy. Noch mehr Crunch geht nicht. Knusprige Knabberei mit Käseflavor. Cheesy Time. Ja, hat man auf jeden Fall geschmeckt. Riecht sehr streng nach Käse. Fast zu streng für mich, finde ich. Aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Dann haben wir hier Morokoshi Wataru. Könnte lustig werden. Keine Ahnung, was das jetzt genau hier ist. Oder was für ein Geschmack. Lass uns das mal anschauen. Wenn ich es dann auch kriegen würde. Oh, okay. Riecht sehr streng nach Fisch. Sind so runde Chips, Flips mit einem Loch drin und riecht nach Fisch. Okay, nee. Sorry. Okay. Erstmal die Konsistenz geht gar nicht. So komisch weich und dann löst sich das Ganze irgendwie im Mund auf zu einer Pampe. Nicht nice. Und auch der Geschmack. Nee, danke. Nee. Nicht zu empfehlen, finde ich gar nicht gut. Morokoshi Wataru. Konnichiwa. Im Heft steht dazu Morokoshi Wataru Tobanyan Mais Snack mit süß scharfer Sojabohnensauce. Okay. Ist doch immer das für mich nach Fisch riecht. Leicht und fluffig mit der natürlichen Süße von Mais. Ja, Mais-Snacks halt haben meistens irgendwie einen speziellen Geschmack, finde ich. Oh, wenn ich nur schon hier das Fanta sehe, könnte interessant werden. Dann haben wir hier Tohato Karaniki. Nikkei Korn. Ja, mein Japanisch ist nicht perfekt. Sieht so aus. Irgendwie auch wieder so Chips-mäßig hier. Geschmack, keine Ahnung, was für ein Geschmack es ist. Wieder alles auf Japanisch. Das finde ich bei Isländern manchmal noch gut, dass man gar keine Ahnung hat, was man hier eigentlich isst. Oder probiert. Und die Verpackungen sind meistens immer recht schwierig zum Aufbringen. Okay,
riecht schon mal sehr gleich wie Flips, die man hier kennt. Sehen auch eigentlich recht ähnlich aus. Sind so kringelförmige Chips. Und es riecht wirklich sehr nach Flips. Die Konsistenz ist fast ähnlich wie bei diesen hier. Aber nicht ganz so schlimm. Und sie riechen irgendwie, also schmecken, irgendwie nach etwas sehr Süßem. Aber ich kann gerade nicht sagen, was es überhaupt ist. Ups. Könnte Zimt sein, aber wahrscheinlich ist es nicht Zimt. Aber kann man auf jeden Fall essen. Aber sind jetzt auch nicht so meine Lieblingssnacks. Ach so, das heißt Karamellkorn. Das hier heißt Karamellkorn. Ich voll Idiot. Gut, wir haben hier Karamellkorn. Und dann gab es noch Tanabata oder Lemon Squash. Ich flipp aus. Japanischer Mais-Snack. Simpel und so lecker. Ja gut, das erklärt die Süße natürlich, wenn es Karamellkorn ist. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Aber essbar sind sie auf jeden Fall. Besser als die hier. Gut. Dieser Fisch kommt mir sehr bekannt vor. Hatte ich, glaube ich, auch in der Japan Crate drin. Tokyo Crate. Ja, die es nicht gesehen haben, werde ich ihn trotzdem hier mal probieren. Wie auch so ein Eis, das hatte ich, glaube ich, auch in der Tokyo Crate drin. Oder Japan Crate, ich weiß gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall, wie auch das hier. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Werden wir trotzdem mal probieren und schauen, ob es vielleicht doch etwas anders schmeckt. Mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, gleich mal mit dem Fisch hier. Von Maito. Hört sich wieder so an, als ob es sehr sehr bröselig ist. Und die Verpackung ist wirklich sehr gut zum Öffnen. Richtig nice. So. Genau, das war dieser Fisch, der so mega süß schmeckte. Ich muss etwas aufpassen. Das Ganze sieht so aus. Ist so ein pinker Fisch. Eigentlich recht lustig. Aber eben auch recht süß. Und riecht nach Erdbeere, genau. Und da isst man jetzt einfach hier so ein Stück. Ist so waffelmäßig. Außen eher fest und innen so weiche, cremige Füllung. Wie man ja weiß, bin ich nicht so der Waffelfreund. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so hässlich. Aber halt recht süß. Aber man kann es essen.
Kriege ich dich da wieder in diese Packung rein? Gut. So. Dann geht's, genau, vorher noch kurz das, die Beschreibung hier lesen. Puku Puku Strawberry. Fischförmiger Genuss mit einer knusprigen Schale. Leckere Waffe gefüllt mit Erdbeermus. Taiyaki ist ein traditioneller japanischer Kuchen. Okay. Ein traditioneller japanischer Kuchen. Recht süß. Für Erdbeerfreunde sicher etwas Gutes. Ich finde es halt eben etwas zu süß schon wieder fast. Aber ja, das bin ja nur ich. Und ich glaube, dieses Eis hier wird wahrscheinlich auch wieder sehr süß sein. Und es sieht mir auch wieder etwas waffelförmig aus. Ein Giant Cablico. Ist so eine Eisverpackungskugel mäßig. Auch hier wahrscheinlich wieder mit Erdbeeren, wenn hier Erdbeeren auf der Verpackung sind. Kriegt man das irgendwie hier so raus? Wahrscheinlich nicht. Ich möchte nicht unbedingt die Verpackung ganz zerstören. Wie das aussieht. Hier, so ein leckeres Eis. Ich kann euch jetzt schon sagen, die Waffel hier unten habe ich nicht wirklich gerne. Aber gut. Ich so, ist wahrscheinlich etwa das gleiche wie der Fisch. Okay, ne. Ist nicht das gleiche. Das obere hier ist, glaube ich, Schokolade. Mit Erdbeergeschmack. Und die Waffel. Mann. Ich versau hier meinen ganzen Schreibtisch. Mit dem Zeugs. Die Waffel ist halt eine Waffel. Ist jetzt auch nicht wieder so meins. Aber gut. Wo lege ich das Ganze am besten mal hin? So. Hier im Heft steht dazu Giant Cablico. Luftiges Eis ohne Kälte. Außen Erdbeermus, innen Schokolade. Eis à la Japan. Genau, Schokolade habe ich erkannt. Ist auch wieder richtig süß. Ebenfalls wieder zu süß. Und dieser Erdbeergeschmack, was offensichtlich die Asiaten sehr gerne mögen, finde ich halt nicht unbedingt immer so passend. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das hier. Ja. Diese Verpackung hier ist, glaube ich, eigentlich auch wieder was Salziges. Hätte ich vorhin essen müssen. Ich habe etwas Angst, dass das Ganze mir hier entgegenspringt. Okay. Hier sieht es doch anders aus als von der Japan Crate. Oder Tokyo Crate. Riecht irgendwie nach Curry. Oder irgend sowas. Sieht so aus. Ne. Kegelförmiges Ding mit einem Loch in der Mitte. Holy moly. Boah. Puh. Boah. Mega Gewürzbombe. Huh. Auf jeden Fall so ein Mais-Snack wieder, glaube ich. Boah.
Das ist richtig fest gewürzt. Aber keine Ahnung, nach was es schmeckt. Puh. Eieiei. Fast. Puh. Wirklich sehr, sehr fest gewürzt. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt lecker oder hässlich. Puh. Im Heft steht dazu Umaibo Tonkatsu Soße. Super beliebter Everyday To Go Snack in Japan. Crunchy Puff Rice Stick. Umaibo bedeutet köstlicher Stick. Ja, danke. Aber ich hätte jetzt gerne gewusst, was für Zutaten hier drin sind. Mais, Pflanzenöl, Soßenpulver, Zucker, Glucose, Paniermehl, Gewürz, Tomatenpulver, Salz, getrocknetes Bonito-Pulver, Würze, Karamell. Okay, eben recht viele Gewürze. Puh, das war jetzt gerade richtig ein Schock. Ein übergewürziger Schock. Ich glaube, das kleine Ding hier lasse ich mir zum Schluss auf. Dann haben wir hier DIY Chocolate Banana Chewing Candy. Okay. Chewing Candy. Chewing Gum. Es sei gesagt, ich hasse Kaugummi. Von daher kann das recht interessant werden. Von vorne sieht das Ganze so aus. Und hier hinten ist dann noch eine Anleitung, wie man das Ganze überhaupt macht. Da auf der Seite. Und ich hoffe mal, da ist irgendwie nichts rausgelaufen oder so. Diese Verpackungen manchmal. Die Japaner oder Asiaten haben es mit ihren Verpackungen. Come on! So. Ich habe etwas Angst. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Das wird jetzt lustig. Da hat man hier so verschiedene Zutaten. Leider ist das schwierig, das zu zeigen. Hier so ein Pulver. Crystal Meth. Nee, Spaß. Oh no. Hier so Kaugummi-Sticks. Ein Holzstab. Nichts Besonderes. Und dann hier wahrscheinlich so eine Schokoladensoße. Ja gut. Ich, der Kaugummi sehr mag. Ja. Muss da jetzt wohl durch. Allerdings ist es jetzt doof, wenn ich eigentlich das Ganze gar nicht mag. Das alles nachher wegzuschmeißen, weil es ja offen ist. Gut, wie mache ich das am besten? Ja, egal, einfach machen. Ein paar Sachen landen wahrscheinlich eh im Mülleimer, da ich es gar nicht lecker finde. Ich komme gleich wieder, kurzen Cut. So, da bin ich nun wieder. Ich habe mir mal kurz einen Teller geholt, einen frischen Teller geholt, eine Schere und etwas Küchenpapier. Und jetzt geht's los, ne? Ohne Schere. Habe ich gesagt. Okay. Ich habe etwas Angst. Wenn ich ehrlich bin. Okay, Schokoladensoße. Da habe ich. Oh, okay, Schokoladensoße ist jetzt das übertrieben. Ist eher so eine
Paste. Naja, gut. Und dann dieses Crystal Meth Zeugs hier. Boah, nur das riecht schon mega süß. Ich halte das Ganze gleich dann unter die Action Cam, damit ihr euch das Ganze anschauen könnt. So, ich habe das Ganze nun hier in dieser kleinen Schale. Jetzt nimmt man sich hier so ein Kaugummistück auf den Spieß. So. Tunkt das Ganze hier so mit Schokolade ein. Ist etwas schwierig, euch das zu zeigen. Lecker. Und dreht das dann hier mit dem Zeugs hier voll, dass das Ganze dann so aussieht. Und ich muss das jetzt essen. Doof. Ja gut, ich hasse Kaugummi. Wenigstens hat es nicht so eine krasse Konsistenz wie so normaler Kaugummi. Er ist so etwas wie diese, vielleicht kennen das ein paar Leute, wie diese Zigaretten-Kaugummis, die es zu kaufen gab früher. Oder immer noch gab, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so, natürlich nicht so mein Favorite. Aber ich schätze mal, Leute, die Kaugummi gerne haben, würden das ruhig essen. Ich allerdings nicht. Und jetzt klebt das ganze Zeug hier im Mund zusammen. Naja. Gut. Okay. Ja, nice. Da bin ich nun wieder. Sorry für die Unterbrechung. Da wollte zuerst der Akku der Kamera nicht mehr. Dann habe ich die Aufnahme neu gestartet und dann wollte plötzlich der Computer nicht mehr. Naja, einfach Strom abgestellt. Keine Ahnung. Ist nun mal leider so. Auf jeden Fall habe ich ja das Zeugs hier gegessen. Shit. War nicht so meins, ich hasse so Kaugummi-Zeugs. Und ich wollte gerade schauen, was hier eigentlich dazu steht. Hora de Kita Choco Banana Soft Candy. Sweet DIY Banana Soft Candy mit Schokoladenüberzug und Streuseln. Mach dein eigenes Bananeneis. Naja, also der Geschmack von Bananen hat man jetzt nicht wirklich so herausgeschmeckt. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich das Zeugs hasse. Ja, okay, ganz leicht. Schmeckt, riecht man den Geschmack von Banane? Ich zumindest finde es hässlich. Und dann ging es auch weiter mit hier diesem kleinen süßen Pikachu. Was denn, genau. Darin war dieses Teil. Und ich habe da gesagt, es riecht etwas nach Cola, nach einem Cola Frosch. Wissen vielleicht einige, was es ist. Keine Ahnung, ob das in Deutschland auch gibt. Ob es das auch gibt in Deutschland, aber bei uns in der Schweiz kann man so kleine Frösche kaufen, die nach Coca-Cola riechen. Und so in etwa riecht das. Abgebissen habe ich es auch schon gegessen, also probiert. Mache ich jetzt nicht mehr, weil ich finde es hässlich. Auch wieder was. Die Konsistenz ist vor allem sehr hässlich, also so
gummig. Und dazu steht dann im Heft Pokémon Kaugummi. Das erklärt natürlich wieder, wieso ich es hässlich finde. I choose you, Kaugummi mit Donnerblitz und Sammelmotiv. Pika Pika Pikachu. Genau. Und dann geht's ja hier noch weiter mit dem Getränk. Ich habe ja das schon mal angekündigt. Sieht sehr interessant aus. Eine Fanta-Flasche, ganz in weiß gehalten. Nicht durchsichtig oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich irgendwie was mit Trauben und was das hier ist. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich sagen. Sieht für mich etwas wie Creme Fraiche aus. Aber mal schauen. Okay. Okay. So. Der Geschmack von Trauben rieche ich jetzt nicht wirklich daraus. Aber irgendwas anderes. Riecht süßlich. Riecht sehr speziell. Also schmeckt speziell. Aber was für ein Geschmack das jetzt ist, kann ich gar nicht wirklich sagen. Könnte vielleicht etwas mit Kokosnuss sein. Ayaka Nitsuniu. Also ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde es auch nicht gut. Ist speziell. Hier im Heft steht dazu: Fanta Joghurt. Das war's. Erfrischungsgetränk mit Traubengeschmack. Eben Trauben schmecke ich jetzt nicht so raus. Auf der anderen Seite ist übrigens hier noch eine Person darauf. Ayaka. Keine Ahnung, wer das ist. Ja. Also entweder gibt es hier den Fanta-Joghurt-Geschmack mit Trauben. Oder Fanta Sumumo mit japanischem Pfirsich-Flavor. Hier, diese zwei Varianten gab's. Also kann man jetzt machen, muss man aber nicht. Und das war's dann eigentlich auch schon. Da gibt's nicht mehr wirklich viele, nichts anderes mehr. Im Heft gibt es dann noch Japan Food Lexikon. Für alle, die es vielleicht interessiert. Ist zwar spiegelverkehrt, ich weiß, aber gut. Genau, das war's für diese Vernaschte Welt Snackbox. Sollte jetzt eben, wie gesagt, die letzte sein, eigentlich die August-Version. Somit wäre diese Videoreihe vorerst beendet, da ich sonst gar nicht mehr nachkomme mit dem ganzen Zeug zu essen, da ich Süßigkeiten recht selten eigentlich esse, wenn dann eher Chips. Und genau. Es war recht cool, finde ich, also das Ganze hier mal zu erfahren. Die Boxen sind recht nice, finde ich. Es gibt viele Sachen, die lecker sind, aber auch eben Sachen, die wirklich gar nicht gut sind, oder? Nicht meinem Geschmack entsprechen. Genau. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!